Curling, von vielen nur als Schach auf Eis abgestempelt. Dabei verlangt es den Spielern viel mehr ab, als man vielleicht denkt. Curling kann man ganz gut mit Golf vergleichen. So, auch beim Golf muss man nicht der Fitteste sein. Man muss aber die Bälle natürlich beim Golf eben an die richtige Stelle spielen. Also ein bisschen taktisches Verständnis ist gut. Wichtig ist, glaube ich, Teamfähigkeit. Letztendlich ist es immer ein Curling-Team, 4 Spieler. Wenn man Teamfähigkeit nicht hat, ist Curling leider der falsche Sport. Der Mannschaftskapitän, der sogenannte Skip, leitet das Team. Mit seinem Besen gibt er vor, wo sein Mitspieler den nächsten Stein platzieren soll. Die übrigen 2 Spieler beeinflussen durch Wischen die Kurve des Steins. Ziel ist es, mehr Steine nahe der Mitte des sogenannten Hauses zu platzieren als der Gegner. Der Hamburger Curling Club war darin in den letzten Jahren besonders erfolgreich. In den letzten 4-5 Jahren hat Hamburg das dominiert, das Herren-Curling auf alle Fälle. Wir waren eben das Top-Team. So, deswegen wurde Hamburg jetzt auch Bundesstützpunkt. Wir haben auch mehrere Male den deutschen Juniorenmeister gestellt. Und wir sind eben der größte Club. Lange kamen die besten Teams Deutschlands aus den südlichen Städten, wie Füssen. Dass der Hamburger Club aufholen konnte, liegt auch an den besonders guten Bedingungen für ambitionierte Curler im Club. Als Leistungssportler, der auch bestimmte Ziele hat, kann man hier 7 Tage in der Woche hin. Man hat immer irgendwie Zeit, um Curling zu spielen. Das sind einmalige Bedingungen, das gibt es im Süden so nicht, weil die sehr häufig sich das Eis teilen oder die Fazilitäten mit Eishockey wirklich ganz spezielle Zeiten nur haben. Hier, wenn man leistungsmäßig Curling spielen will, ist das perfekte Bedingung. Außerdem ist die Halle wunderschön. So, und natürlich, bei 170 Mitgliedern hat man auch eben ein paar Gegner, gegen die man spielen kann. Es gibt andere Clubs in Berlin, die haben dann 15 Mitglieder. Ja, da bringt es ja nicht so Spaß, ne? Damit Hamburg auch weiterhin erfolgreich bleibt, tut der Club viel für seine Jugendabteilung. Mitglieder und Trainer versuchen zum Beispiel mit Kooperationen an Schulen und der Universität junge Menschen für Curling zu begeistern. Auch ganz wichtig, Kinder, Junioren, Jugendliche in die Halle zu bekommen, weil die werden angefixt und freuen sich dann und bringen vielleicht Freunde mit. Und genau diese Jugendlichen werden Deutschland bei den Olympischen Spielen in 8 oder 12 Jahren vertreten. Die nächste Chance auf Gold hat der Curling Club Hamburg bei den German Masters. Das Turnier wird im Januar zum 5. Mal in der Halle in Stellingen ausgetragen.